Hallo und herzlich willkommen zu Fio will's wissen. Heute möchte ich mit euch über die Untergrundlabyrinthe unter Europa sprechen, die anscheinend von Hexen und Druiden errichtet wurden, die sich eventuell sogar vernetzen und unter ganz Europa verbreitet sind. Also begleitet mich wieder auf eine Reise. Diesmal nach England, nahe der Robin Hood Höhle. Während einer Führung durch ein System von Kalksteinhöhlen machen zwei Teilnehmer in England eine aufsehenserregende Entdeckung. Bei in den Fels geritzten Symbolen handelt es sich um sogenannte Hexenzeichen. Ihre Bedeutung ist zum Teil bereits bekannt. In einer für ihre Eiszeitkunst bekannten Höhle in England ist die bisher größte Konzentration an Hexenzeichen in Großbritannien entdeckt worden. Wie die staatliche Denkmalpflegebehörde Historic England in einer Mitteilung bekannt gab, wurden die Zeichen in einer Gruppe von Kalksteinhöhlen mit dem Namen Creswell Crags in der Grafschaft Nottinghamshire gefunden. Das Höhlensystem wird bereits seit 60.000 Jahren durch Menschen und Neandertaler genutzt. Die in die Höhlenwände geritzten Zeichen dienten wohl dazu, Unheil abzuwehren und dunkle Kräfte davon abzuhalten, aus der Unterwelt emporzusteigen. Ursprünglich wurden die Hunderte von Zeichen für Graffiti gehalten. Nun haben Forscher sie jedoch neu eingeordnet. Das doppelte V ist sehr häufig in diesen Gängen zu finden. Unter den in den Höhlen entdeckten Zeichen findet sich besonders häufig das doppelte V, das an ein W erinnert. Ein Zeichen, welches als Virgin of Virgin, also Jungfrau der Jungfrauen, interpretiert wird und als Referenz auf die Jungfrau Maria gilt. Auch die Buchstaben PM, die wohl für Passe Maria, also Friede Maria, stehen, wurden in der Höhle gefunden. Diagonale Linien, Kästen und Labyrinthe werden als Symbole verstanden, die den Teufel einfangen oder festsetzen sollen. Es ist unklar, in welcher Zeit die Zeichen in den Fels geritzt wurden. Andere Symbole dieser Art wurden jedoch vor allem an Kirchen entdeckt und entstanden zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert. Derartige Zeichen finden sich meist in der Nähe der Eingänge von Gebäuden, vor allem an Türen, Fenstern, aber auch an Feuerstellen. Auch der Tower in London weist Hexenzeichen zum Schutz vor dunklen Kräften auf. Dieses Höhlensystem befindet sich, wie schon erwähnt, in Creswell Crags in der Grafschaft Nottinghamshire und befindet sich in einem sehr topografisch untypischen Gelände, was im Mittelpunkt einen schmalen, breiter werdenden See beherbergt, worum Wälder die Landschaft prägen und unter diesen sich die riesigen Labyrinthe und Höhlensysteme befinden. Sehr bekannt an diesem Ort ist die Robin Hood Höhle, was uns auch zeigt, dass es sich hierbei um einen besonderen und für die Menschen heiligen und zumindest wichtigen Rückzugsort handelt. Warum die Druiden und Hexen sich großteils unterirdisch durch ganz Europa bewegten, wird nach der Hexenverbrennung und der schon mindestens 1000 bis 2000 Jahre zurückliegenden Druidenausrottung jedem klar sein. Ihre Tunnel durchzogen ganz Europa und man zwang die Leute in den Untergrund. Davon kann man sich auch bei uns hier in Deutschland ein schönes Bild von machen. Denn in der fränkischen Schweiz finden wir ein weiteres schönes Beispiel dafür, wie solche zentralen unterirdischen Sammelplätze aussahen. Und zwar handelt es sich um den bekannten Druidenhain, der beim Wohlmannsgesäß ein Waldstück, in dem 1000 Tonnen schwere bemooste Felsbrocken zu finden sind. Seit langem ist man sich nicht einig, ob es sich um eine vorgeschichtliche Kultstätte handelt oder nicht. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das noch eine offensichtliche und auch bekannte Druidenstätte. Allerdings wurde inzwischen die Geschichte ein bisschen umgeschrieben. Man möchte die Menschen immer weiter davon fernhalten, was das wirklich für Städten waren und wozu sie genutzt werden. Doch sprechen wir mal weiter. Aufgrund der sonderbar geformten wie angeordneten Steine schlossen Forscher auf einen Kult- bzw. Sonnenbeobachtungsort. Eben diese auffälligen Formen, die oft geometrische Anordnung mancher Steine, führten dazu, dass man ihnen fantasievolle Namen gab. So findet man zum Beispiel am Eingang einen Pulsstein und einen Wächterstein, am Ende des Areals sogar einen Eingang zur Unterwelt. Auch der Druidenhain ist hier nicht zufällig in der Nähe. So viele Megalithblöcke in einer Gegend sind mit Sicherheit kein Zufall, denn die Steine des Druidenhains erstrecken sich auf einem riesigen Gebiet und gehören zu den Überresten der Megalithbauten im Pottenstein und Tischerfeld. Zu sehen in meiner Doku Megalithfundamente in Deutschland, die Überreste der Schlammflut Teil 12. Denn von Zufall kann man hier nicht mehr sprechen, vor allem so wie sie hier aufgestellt sind. Es scheint fast so, als stände hier vor den Fluten eine gewaltige Stadt. Denn im Druidenhain in der fränkischen Schweiz stehen extrem viele Steine mit blockartigem Aussehen, die eindeutig errichtet wurden, worauf schon die Anordnung einen Beweis liefert. Man sagt, sie entstanden durch Verwitterung und Erosion. Doch diese rechteckigen Formen lassen mehr und mehr den Entschluss zu,
dass hier etwas Großes stand. Die einzelnen Felsblöcke des Hains sind 2 bis 5 Meter hoch, 2 bis 6 Meter lang und sind nicht nur rechteckig, sondern stehen in langen Zeilen in Nordwest-Südost-Ausrichtung aufgereiht. Von zufällig durch die Natur geformten und oftmals schnurgerade aufgestellten Steinen kann man hier mit Sicherheit nicht mehr sprechen, dass diese natürlichen Ursprungs sind. Dasselbe Bild haben wir im Untergrund der Fränkischen Schweiz, denn das ganze Gebiet ist mit fast 1000 Tunneln, die die Fränkische Schweiz durchqueren, nicht zufällig untergraben. Denn dort gibt es, wie auch in den Hexenlabyrinth in England, ganze Tunnel, die wie Gänge aussehen, Gänge mit Namen wie zum Beispiel Gewölbekeller, die nicht nur so aussehen, denn sie haben an den oberen Ecken oben links und rechts Wölbungen, die den ganzen Gang entlang ziehen. Genauso findet man das Gegenteil, dass man extrem rechteckige Ecken auf der linken und rechten Seite an der Decke findet. Was bei so starker und ständiger Verwitterung in einer Höhle oder eher gesagt in einem Höhlengang sehr unwahrscheinlich ist. Vor allem, dass solche geometrische Formen aus Zufall entstehen und dass oberhalb der Erde noch viel gewaltigere Bauten standen, auf dessen Überreste die Burg Pottenstein und der Tischerfeld errichtet wurden. Meiner Meinung nach sind das anscheinend wirklich alte riesige Überreste von Bauten. Ihr könnt euch ja mal die Megalithfunde in Deutschland angucken, die ich eben schon erwähnt hatte. Und da gehe ich sehr ausführlich auf die Burg Pottenstein und den Tüchersfeld ein. Denn diese markanten Merkmale, die diese Steine, die auch da rumherum aufgebaut sind, aufweisen, die lassen es eigentlich überhaupt nicht mehr zu, dass von der Hand zu weisen ist, dass das mal riesige Gebäude waren. Genauso sieht das mit dem Druidenhain aus. Das sind keine durch Zufall angeordnete Steine, die von der Natur so zurückgelassen wurden. Oberhalb macht es eher den Eindruck, als wenn eventuell sogar mal eine Decke auf diesen Steinpassagen und Gängen war, die allerdings eingebrochen sind. Doch viel erstaunlicher ist doch, dass unter den Druidenhain tausende von Höhlen existieren, die in alle Richtungen führen, genauso wie in England, was darauf hindeuten lässt, dass sie nicht nur regional miteinander verbunden wurden, sondern eventuell über das ganze Land und vielleicht sogar bis nach England reichten. Doch lasst mir zu diesem Thema doch mal eure Meinung in den Kommentaren. Ich werde wie immer darauf eingehen und ich hoffe, dort werden interessante Diskussionen entstehen, so wie sonst auch. Über ein Abo und über ein Like würde ich mich natürlich riesig freuen. Falls euch das Video gefallen hat, schaltet doch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Fio will's wissen. Tschüss!